Herzlich willkommen beim Capstone-Video zum Thema Formeln. Zunächst möchte ich die Begriffe Term, Gleichung und Formel voneinander abgrenzen und anschließend jeweils anhand eines kurzen Beispiels auf das Aufstellen, Interpretieren, Anwenden und Umformen von Formeln eingehen. Die anschließenden Beispielvideos behandeln das Umformen von Formeln. Ein Term ist ein mathematisch gültiger Rechenausdruck, der Zahlen, Variablen, Rechenzeichen, Vorzeichen und oder Klammern beinhalten kann. Verbindet man zwei Terme mit einem Gleichheitszeichen, so erhält man eine Gleichung. T1 ist gleich T2. Was ist nun eine Formel? Eine Formel ist eine spezielle Art einer Gleichung. Sie dient oft dazu, Zusammenhänge aus der Mathematik, Physik oder auch Chemie zu formulieren. Diese Zusammenhänge werden kurz und prägnant gefasst und als Regel oder Gesetzmäßigkeit formuliert. Ich schreibe die Umfangsformel für ein Quadrat auf. Wichtig ist es, dass ihr die Abkürzungen kennt, um die Formel verstehen und lesen zu können. Ihr habt im Unterricht sicher viele Formeln kennengelernt, die Flächen- und Umfangsformel für ebene Figuren, die Oberflächen- und Volumensformeln für Körper, aber auch die binomischen Formeln oder die Formel für die Geschwindigkeit bei einer gleichförmigen Bewegung und vieles mehr. Wir kommen zum Aufstellen von Formeln. Dazu ein kurzes Beispiel. Angenommen, die Konzertkarte für einen Erwachsenen kostet P Euro. Kinder erhalten eine Ermäßigung von 60%. Aufgabenstellung: Stelle die Formel für den Preis einer Konzertkarte eines Kindes auf. Man muss zwei Dinge bedenken. Erstens, eine Formel ist immer eine Gleichung. Und zweitens, diese Formel ist knapp zu fassen. Wenn nun eine Erwachsenenkarte P Euro kostet und 60% Rabatt gegeben wird, bezahlen Kinder nur mehr 40% von P. 40 Hundertstel mal P oder kurz 0,4 mal P. Das heißt, wir schreiben K ist gleich 0,4 mal P. Wir kommen zum Interpretieren von Formeln. Ein anderes Beispiel, auch sehr einfach. In einem Bus sitzen E Erwachsene und K Kinder. Gegeben ist die Formel E ist gleich K plus 12. Hier ist es wichtig zu erkennen, dass die Anzahl an Erwachsenen um 12 größer ist als die Anzahl der Kinder. Man muss nämlich zur Anzahl der Kinder die Zahl 12 addieren, um sie mit der Anzahl der Erwachsenen gleichsetzen zu können. Das heißt, Interpretieren einer Formel bedeutet, aus einer Formel einen Text zur Beschreibung finden. Kommen wir zum Anwenden einer Formel. Hier muss man aus einem Sachverhalt heraus erkennen, welche Formel hier anzuwenden ist, welche Formel passend ist und man muss in diese Formel dann richtig einsetzen. Ein Beispiel. Angenommen, man benötigt die Menge an Grassamen für ein ringförmiges Beet und man weiß, wie viel Kilo pro Quadratmeter notwendig ist, dann ist die Überlegung, die Fläche des Kreises zu berechnen, das Anwenden. Das heißt, man prüft aus dem Sachverhalt, was zu berechnen ist, in diesem Fall die Fläche des Kreises, schreibt die Flächeninhaltsformel auf und kann jetzt zu jedem beliebigen Radius eines Beetes den Flächeninhalt dieses ringförmigen Beetes berechnen. Vorausgesetzt, man weiß, wie man eine Zahl quadriert und mit Pi multipliziert. Anders verhält es sich beim Umformen von Formeln. Bezogen auf das obige Beispiel wäre hier der Flächeninhalt gegeben und man würde nach dem Radius suchen. Das heißt, man muss diese Formel so weit umformen, bis der Radius
isoliert auf einer Seite zu stehen kommt. In unserem Fall wäre das zunächst die Division durch Pi. Wir erhalten a durch Pi ist r Quadrat und anschließend müssten wir noch die Wurzel ziehen. Wurzel ziehen ist ja an sich keine Äquivalenzumformung, da wir es aber hier mit positiven Größen zu tun haben. Alle drei hier angeschriebenen Größen sind positive reelle Zahlen, können wir die Wurzel ziehen und erhalten, r ist Wurzel aus a durch pi. Beim Umformen von Formeln gibt es immer zwei Ziele. Erstens, dass die gesuchte Variable im Zähler steht. Das heißt, man muss eine Formel immer mit der Variable multiplizieren, wenn sie im Nenner zu finden ist. Und das zweite Ziel, wie es auch hier zu sehen ist, die Variable muss auf einer Seite isoliert zu stehen kommen, damit auf der anderen Seite die neue Formel ablesbar ist. In den nachfolgenden Beispielvideos gehe ich noch auf einige Beispiele zum Umformen von Formeln ein. Ich hoffe, ihr begleitet mich dabei.